herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und in der Community und in den Kommentaren wurde ich gebeten oder als Idee Placemats. Es war auch meine Idee und ich habe gedacht, ja, frag's einfach mal, was die Menschen, die bei dir zuschauen, so gerne noch machen wollen vor Weihnachten und Placemats. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das am liebsten einfach haben will, sodass das nicht super kompliziert ist. Und ihr seht schon, was ich gemacht habe. Ich habe wieder mal meinen Stern genommen, den schönen, den viele mögen von euch. Und ich habe gedacht, das passt gut. Hier kommt der Teller rauf. Dann habe ich mir meine alte Platzmatte genommen, wegen der Größe. Also hier kann man Teller raufnehmen. Und das muss ja hier, wo der Teller ist, nicht so super bunt sein. So. Deswegen habe ich gedacht, die rechte Seite, die ist ganz oft zu sehen. Also wenn es vor mir liegt, ist es so. Hier kommt der Teller und hier kommt Besteck und das sieht man dann so. Ich wollte erst eine Tasche machen, wo Besteck rein. Da geht da zu viel Gedöns. Das braucht man alles nicht. So. Also. Sterne gemacht. 6,5 Inch. Wie das geht, das verlinke ich euch hier irgendwo oben. Das haben wir schon mal gemacht, schon oft gemacht, bei dem Tischläufer auch. Und das war der Aufhänger. Ich wollte es so ein bisschen, dass es zu dem Tischläufer passt, den wir gemacht haben. So, und wie der geht, das verlinke ich euch auch nochmal. Ich glaube, da gibt es noch eine extra Playlist, da weiß ich gar nicht so genau. Und da habe ich die kleinen Sterne auch drin. Hier. Die sind hier nur, ich glaube, auch 6,5. Jop, die sind auch 6,5. Genau. Die sind hier größer, das sind 12,5 und das 6,5 jeweils. So. So habe ich das gemacht und so war die Idee. Aus den Resten von dem Tischläufer habe ich hier Coasters gemacht. Hier von den abgeschnittenen Dingen hier, 3 Stück. Also Untersetzer für ein Glas oder Tasse oder Nachtischschälchen. So. Und dann habe ich gedacht, ja, was, ich möchte ja nicht alle gleich machen. Nee, ich wollte ja auch ein paar Reste verarbeiten oder ein paar Blöcke verarbeiten. Und habe dann vom letzten Adventskalender vom letzten Jahr den Block genommen und gedacht, ja, das ist auch ein bisschen weihnachtlich. Und dann hier einfach einen Sternstoff genommen, auch einen Rest 12x12. So, also das 12,5 x 18,5, also ist wirklich eine schöne Größe. Das ist nicht zu klein und ja, und auch nicht zu groß. So, davon habe ich jetzt 2 als Rückseite. Ein Sternstoff, ja, das ist ein bisschen winterlich, das kann man auch noch im Januar nehmen oder im Februar, was auch immer. So, das sind die beiden. Und dann habe ich gedacht, ja, 1 möchte ich noch machen, 3. Was nehme ich jetzt noch? Die zeige ich euch gleich, was ich damit gemacht habe. Und habe gedacht, ja, dann nehme ich mal ein Pinwheel. Das, diesen klassischen Block finde ich so schön. Das sind ganz einfach Half Square Triangles, 4 Stück. Wie wir die machen, ich habe jetzt hier 8 Stück und habe die Magic 8 Methode angewendet. Das heißt, ich nehme ein Quadrat oder 2 Quadrate, 1 in dem hellen Stoff, 1 in dem dunklen Stoff, jeweils mit 8 Inch und eine Diagonale von so nach so. Also einmal so lang und einmal so lang und an beiden Nähten wird genäht. Aber das verlinke ich euch auch nochmal, dieses Video in der Beschreibung. Und dann habe ich gedacht, ich habe hier noch so einen schönen Winterstoff. Das daneben als Platzmatte. So. Das sind 12x12. Das mache ich aber dann noch fertig. So wollte ich das haben. Das sieht dann ein bisschen winterlich aus. Und wenn du ein Kind am Tisch hast, dann ist es natürlich auch schön, wenn man noch so ein Kindermotiv hat oder einen Schneemann oder da weiß ich noch nicht, also bei uns sitzt kein kleines Kind mehr am Tisch, die sind alle schon groß, die sind alle erwachsen, die haben selber alle schon Kinder. So, also da sitzt kein ganz kleines Kind mehr am Tisch. So, das sind dann schon die Urenkel von der Oma, die vielleicht sowas brauchen. So, also das wollte ich noch fertig machen. Das ist die Idee der Platzmatten.
So, dann haben wir hier noch hier so Coasters, so Untersetzer. Und da habe ich mir was über das vom vorigen Jahr. Das ist mir eigentlich, naja, nicht so ganz gut gelungen, aber ich mag die Farben sehr gerne. Und habe gedacht, ich habe ja immer noch wieder so Reste, so kleine Teile, und dann mache ich hier einfach Flying Geese. So, für die Flying Geese, da brauchen wir für das, da gibt es so eine, so ein Blatt im Internet, was man sich auch runterladen kann. Verlinke ich euch auch, wie das geht ohne Abfälle. Ich wollte das nicht schon wieder mit Abfällen haben. Und deswegen bleibt aber immer einer übrig, weil ich vier habe. Also wenn ich diese Flying Geese mache, brauche ich ein Quadrat vom Hintergrund. Das ist 3 ein Viertel mal 3 ein Viertel. Und vier kleine. Dem Moment hier entweder so oder so. Das ist der Hin das, diese Helle ist der Hintergrund. Sind also die kleinen. Und wenn man die, das Große ist dann die Mitte. Also hier habe ich ein Quadrat von 3 ein Viertel mal 3 ein Viertel genommen. Und die kleinen sind, ich habe die genommen mit 2 Inch, weil man dann nicht 1/7 Achtel, weil ich dann etwas mehr Luft habe zum Schneiden, naja, zum Zurechtschneiden. Das nehme ich 1,5 mal 2,5 Inch dann. So. Genau. 1,5 mal 2,5 Inch ist das Dingens. Und davon habe ich jetzt 3 genommen, Streifen aneinander gesetzt, hier oben Streifen, hier an den Seiten Streifen und dann ein Stückchen Restbatting genommen und einfach ja, gequiltet. Hier einfach drüber gesteppt und fertig. Hier habe ich die ein bisschen schmaler gemacht. Es sieht mir ein bisschen förmiger aus. Also, sie müssen nicht alle die gleiche Größe haben. Spielt damit rum, wenn ihr mögt. Das ist auch toll, wenn man einfach nur eine Schale hinstellt oder Nüsse drauf tut. Das kann man auch machen. Die sind ja zum Waschen. Jeder greift zu und braucht nicht da in einer Schale rumgrabbeln oder was auch immer. So. Oder für Glas, Nachtisch, wie auch immer. Das wollte ich ganz gerne so haben. Ich verschenke die wieder. Ja. Das ist ein schönes Geschenk für. Es macht nicht so viel Arbeit. Also ich habe für das, also mit Vorzeichnung und Farben aussuchen, das ist ja immer so meine Herausforderung. Erst finde ich die Farben schön und wenn es genäht ist, denke ich, oh mein Gott, was ist das denn? Ja. So, hier fand ich das wieder zu breit, aber ich habe es gelassen. Ja, deswegen habe ich das hier ein bisschen schmaler gemacht, sieht ein bisschen förmiger aus. Ein wollte ich noch machen, aber das zeige ich euch im nächsten Video. Das fand ich sehr, sehr schön und das zeige ich euch auch, wie ich das noch mache. Aber das muss ich erst noch aufnehmen. Das habe ich noch nicht fertig. So, das sind auch ganz schöne Untersetzer. Oder auch als Topflappen. Weihnachtstopflappen brauchen wir auch noch irgendwie. Ja, da habe ich noch voriges, im letzten Jahr habe ich so einen Ofenhandschuh gemacht, so einen doppelten, der ist auch schön. Also die Idee hinter den Platzmatten und hinter den Coasters ist eigentlich Reste zu verarbeiten. Und ich habe immer ein Geschenk, wenn jemand kommt und zum Beispiel der Postbote oder irgendwas wie Müllabfuhr. Für die Frauen, die finden sowas ganz. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, ich habe immer welche in der Tasche oder so einen kleinen Anhänger, wo kann man auch einen Anhänger noch eine Schlaufe ranmachen, an die Tür hängen oder was auch immer. Ja, also gibt es ganz viele Möglichkeiten und das zaubert immer dem Beschenkten ganz oft ein Lächeln ins Gesicht. So, zum Beispiel hier Blöcke verarbeiten, das kann man dann auch machen oder. Hier sowas, noch ein bisschen Streifen rein und dann passt es auch völlig in. Das ist der doppelte Ofenhandschuh, den ich dieses Jahr gemacht habe, so zum Blech anfassen und dann kann man das auch noch auf den Tisch legen, wenn man jetzt ein Raclette hat oder so, man was draufstellen kann, zum Beispiel heiße Kartoffeln oder irgendetwas. Da ist ja dieses Thermolam drin, von unten Baumwolle. Nee, das ist ein alter Bettbezug. Ja.
Das ist auch natürlich gefüttert, hier so. Ja. So, das war die Idee mit den Platzmatten. Wie das zu nähen ist, das wisst ihr selber, denke ich mal. Und das ist hier einfach, das wird nachher dann nur ein Stückchen Betting genommen, zusammengenäht. Entschuldigung. Und das kommt dann hier ran mit einem Viertel Inch und dann ganz genau normal behandelt wie ein Quilt, gequiltet. So, das habe ich ja hier gemacht. Ganz einfach mit 2-Inch-Streifen, mit 2-Inch abgemessen, angezeichnet mit meiner Seife und einfach mit einem größeren Stich mit 3,5 genäht. Es ist wirklich ein Restbedding und es ist schön weich und nicht so dick, so pluppig. Und natürlich hier Handmade, das habe ich reingemacht. So, das war meine Idee zu den Platzmatten. Hab Dank fürs Anschauen und bis zum Topflappen-Video. Habt eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! We'll be right back.